Hallo und seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorim zu einem neuen Let's Play Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Endlich ist es wieder Tag. Ja, die Dunkelheit haben wir überstanden im letzten Part und haben uns in dieses düstere Gebäude hineingewagt bei Nacht. Jetzt ist es wieder Tag geworden und wir gehen da glatt noch einmal rein und untersuchen das Ganze nochmal genau bei Tageslicht. Denken wir mal rational und treten das Schnäppchenparadies verlassener Laden erneut. Heute habe ich vor, vielleicht ein Pokémon zu fangen. Nein, ein Golbat will ich mir nicht fangen. Keine Ahnung, was ein Golbat hier zu suchen hat, aber ja. Flucht gescheitert, was? Nur jedenfalls würde ich mir gerne heute ein Psycho-Pokémon fangen. Im Idealfall ein Mimikma. Nur wenn ich halt keins finde, auch gerne ein Apollo oder etwas ähnliches. Ja, muss ich sowohl vernichten, das Golbat. Es lässt mich nicht hindurch. Es lässt mich nicht fliehen. Wir sind auch ein bisschen geschwächt von der Herausforderung, von Inselprüfung. Aber ich denke, das dürfte gehen für das ein bisschen Pokémon fangen. So, weiter geht's. Vielleicht finden wir heute hier sogar noch ein Mimikma. Wäre gar nicht so falsch. So, dann guckt man natürlich auch noch nach dem Hinterstäbchen hier, dass er angeblich nicht da sein soll. Ein Golbat wild erscheint. Okay, noch ein Golbat. Diesmal bin ich aber entkommen. So, gib mir ein Mimikma. Ich brauche ein Mimikma. Was denn das? Ein Klavion. Das ist aber kein Mimikma. Das ist nur ein Schlüsselanhänger. Danke, aber nein, danke, einen Schlüsselanhänger habe ich schon. Sag mal, wie komme ich denn jetzt dahin? Zu dem Türchen. Golbat, ja komm, verpiss dich, Golbat. Wir sind nicht in der Höhle. Das ist ein Einkaufszentrum. Verlassener zwar, aber ein Einkaufszentrum. Du nervst. Ja, gute Frage, nächste Frage, wie kommen wir? Halt, warte. Ich sehe keine Tür mehr. Och, schon wieder ein Golbat. Ach, verpiss dich, Golbat. Mit dem Golbat haben wir dann fange ich mir ins in der Höhle. Hau ab. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Hier, dort wo das pinke Teil ist, da war doch vorher die Tür. Sieht jetzt völlig anders aus. Das war doch. Ich glaub's nicht, schon wieder ein Golbat.
Ja, natürlich. Ja, was denn? So eine Tür verschwindet doch nicht einfach. Guck mal, hier war eine Lagertür dort. Da hinten, hinter dem Schrank dort, das Teil dort, das war. Ich hatte sie ja im letzten Part auch mitgesehen. So eine Tür verschwindet nicht einfach, Leute. Also ich glaube langsam an eine Verschwörung, aber gut. Gestern nicht, nee, komm. Die Tür, der Raum war da, definitiv. Ich war dort in dem Raum. Den hat doch irgendjemand verschwinden lassen. Das ist eine gewaltig große Verschwörung. Nein, ich wollte es fangen. Oh, Mann. Ich wusste nicht, dass Biss so effektiv ist. Na ja, gut. Kämpfen wir uns noch durch 10 Golberts. Und holen uns dann ein Apollo. Das ist so klar, das ist irgendwie 90% Golberts hier. In dem Fall, das ist ein Supermarkt und 5% Apollos. 4% irgendwas anderes und 1% Mimikma. Das 1% Mimikma zu fangen ist dann dementsprechend unmöglich. So, aber wir finden den Typen, der dort steckt dahinter. Vielleicht nicht in diesem Part, aber ich finde das für euch heraus, wer dort, der mit uns hier Spielchen treibt. Nee, nicht mit mir. Ich bin so leicht nicht zu kriegen. Nein. Ein Apollo wild erscheint. Okay, fangen wir uns das Teil. Ich bräuchte mal eins im Team. Ich weiß, das Team ist voll, aber ja, vielleicht können wir eins loswerden, ein Teammitglied. Ich mache mich mal gleich verdächtig damit. Ja, komm. So, ich versuch's mal damit, das soll angeblich nur effektiv sein. Nicht sehr effektiv. Ja. Trotzdem effektiv genug. Ja. Tja. Ist mir unmöglich. Ich hätte aber trotzdem gerne noch ein Mimikma. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, hier eins zu fangen. Da ist eins! Ein Mimikma. Das müssen wir uns fangen. Aber sowas von. Das dürfen wir nicht einfach besiegen. Ich schmeiß so viele Pokébälle, bis es nicht mehr geht. Das. Vergiss es, das mach ich. Das hole ich mir. Finsterball. Finsterball wäre natürlich gut. Ja, gut. Habe ich nicht erwartet, dass es beim ersten Mal gelingt. Was habe ich denn für Attacken? Steht überall effektiv dran. Ja, dann werden wir es nicht einsetzen. Vielleicht Money? Was ist mit dir? Hast du irgendwelche uneffektiven Attacken, die du einsetzen kannst zum. Oh, sind auch alle effektiv. Was soll denn das hier?
Och ja, ich habe eine Menge Finsterbälle. Ich werf das einfach drauf los. Irgendwann klappt das schon. Beim 10. Versuch. Was, jetzt schon? Ja, nice. Mimikma wurde gefangen. Was geben wir ihm für einen Spitznamen? Mimikma. Robin erreicht Level 30. Super, wir haben Mimikma. Das ist natürlich spitze. Mimikma im Team zu haben. Für Mimikma wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Registriert. Entwickelt sich das noch? Ich glaube nicht. Oha! Was hat das denn dort? Eine Klaue. Na, das Pokémon finde ich doch eben sowas von mega. So, geben wir dem ganzen Spitznamen. Weil es so schön passt zu Resident Evil, habe ich ihn Lukas genannt. Passt komplett. So, wo soll Lukas hingeschickt werden? Am liebsten in mein Team, aber welchen von meinem Team soll ich? Schwere Entscheidung. Kaiyutsu und John, die sind meine stärksten, die würde ich gerne drin behalten. Und Ben ist mein Pikachu. Den würde ich auch ganz gerne trainieren. Ich glaube, am leichtesten gefällt mir die Trennung von Manny. Ich meine, das ist ein Blatt-Pokémon, das ist unser Blatt-Pokémon. Hat Chancen dazu, sich zu einem richtig mächtigen, starken Pokémon zu entwickeln. Ja, aber es ist momentan unser schwächstes Pokémon. Und Robin. Ja, das. Robin hat einfach auch die Power. Das ist halt ein. Hat sich gerade frisch entwickelt und. Ist halt der Boss. Also, ja. Ich schicke mein Manni wieder nach Hause. Obwohl ich die Befürchtung habe, ja, ohne Platz-Pokémon durch die Gegend zu wandern, könnte mir noch irgendwann leid tun. Aber, ja gut, das sehen wir dann später. Im Botanium selbst zurücknehmen. Och nein. Ja, es tut mir jetzt leid. Kacke. Botanium, das war das einzige Pokémon, was Botanium Set einsetzen konnte. Ach nö. Ja komm. Lukas wird in dein Team aufgenommen. Okay, ja. Kann ich mit leben. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. So, raus geht's. Jetzt haben wir uns Mimikma gefangen. Nächste Aufgabe, finde heraus. Wer hier mir dieses Rätsel gestellt hat. Ich glaube nicht an irreale Sachen wie Geister. Ja, schon ein bisschen, aber nicht so. Ein Raum verschwindet nicht einfach. Vielleicht er dort. Gratuliere dir zur bestandenen Prüfung. Meistere die Z-Kraft und du steigst zu einer der besten Trainer auf. Da bin ich mir sicher. Ja, sagen Sie mal, was haben Sie etwas mit der Sache dort hinten mit dem Raum zu tun? Komm, tu dich so, du bist der Helfer hier von der Prüfung. Ja. Schaust einfach weg. Ja, ich rede mit dir. Du bist hier der Helfer. Du kannst das rein theoretisch engagiert haben. Also, ja gut. Der kooperiert nicht. Oha, was sehe ich hier? Hier ist noch ein Zygarde-Würfel. Ja gut, belassen wir es mal bei aktive Aktivitäten oder wie es heißt,
Paranoid bin ich auch mittlerweile. Ja, nach dieser Sache hier. Einer von euch war das doch bestimmt. Kommt. Einer muss es doch gewesen sein. Die Vögel waren es. Ganz bestimmt waren das die Vögel. Na gut, wird sich vielleicht im Laufe des Spiels schon jemand finden, der uns da was vorgegaukelt hat. Jetzt aber erstmal ins Pokémon Center. Und schnell mal die Pokémon aufladen, heilen. Die brauchen wir für den nächsten Kampf. Das ist unser aktuelles Team. Das muss ich wohl noch ein bisschen tauschen. Zusammengesetzt. Oben haben wir jetzt Lea mit John zusammen. Ich finde es einfach passend. John ist unser erstes Pokémon. Lea ist irgendwie, ja, in gewissem Maßen quasi auch seit Beginn mit dabei. Und dann hätte ich, das wollte ich schon immer haben, Lucas zusammen mit Ben, also das Pikachu mit dem Migma. Das passt einfach. Und dann bleibt ja nur noch Kaiutsu und Robin übrig. Ich weiß, eigentlich müsste Robin oder Kaiutsu, ja, Robin ist ein Mann. Also eigentlich müsste Kaiutsu ein Weibchen sein und Ben ein Weibchen. Aber gut. Ja. Ich habe die Wetzlock-Regeln jetzt mal auf meine Bedürfnis umgeschrieben. Also so mal ein bisschen extra umgedreht. Ja, erstes Wetzlock, erstes Nutzlock. Das ist, komm, lass mal so durchgehen. So, aber weiter geht's. Wir müssen nämlich hier nochmal ganz kurz zurück dort zu dem Gebäude dort, zu dem Team Dingens. Gebäude hier zu dem, ach nein, Team Skull. Nee, auf Team Skull habe ich jetzt keinen Bock. Nee. Nee, das, komm. Dich fordere ich jetzt noch kurz heraus. Dann wird das heute ein bisschen ein Kämpfe-Part und ein Pokémon-Fangen-Part. Ist auch gar nicht so schlimm. Lässt sich machen. Hat man ja schon genug. Ass-Trainer Dominik. Was, Domtendo? Du hier. In Pokémon Sonne. Naja, zwei Pokémon auf in den Fight. Das kriegen wir heute auch noch hin und dann mache ich mit dem Part Schluss und dann ja, fahren wir uns im nächsten Part an Team Skull und ja, war das halt heute ein bisschen ein Trainingspart und ja, passt schon. Am Ende ist das sowieso einerlei, das ist, oh, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gesagt, einerlei, das ist ein ziemlich altes Wort. Es ist am Ende sowieso eine Playlist, wenn das Let's Play, wenn die Let's Play-Reihe beendet ist, ja, sprechen kann ich auch nicht mehr. Wenn die Reihe beendet ist, ist das sowieso hinfällig. Dann sind das sowieso alles eine Masse und dann guckt man das sowieso auf einmal und dann ist auch so ein Pokémon-Funk-Part auch wichtig für den Zusammenhalt der Parts. Und ihr wisst, was ich meine. Kann man da nicht einfach weglassen. Gut, jetzt muss John mal wieder Lea rächen. Ich weiß, das war noch nie ein gutes Zeichen, wenn John Lea retten musste. So. Aber scheinbar hat es geschafft. Wir können sie wiederbeleben. So, Knoga. Schaffen wir auch noch.
Den schaffen auch noch. Wow! Die Alola-Form. So, ich mach's platt mit Dark Lariat und sage schon mal Däumchen nach unten, Däumchen nach unten. Bewertet dieses Video, wie es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht von Dark Lariat platt gemacht werden wollt. Ja, gehabt euch wohl. Haut drinne. Brauche ich das jetzt nicht mehr zu sagen. Ja, haben wir die Verabschiedung. Haben wir die Verabschiedung schon drin? Ja. Ein wunderschöner Strand hier. Oha, da habe ich aber noch was Linken gesehen. Zack, der Zigarettenwürfel. Na denn. Im nächsten Part geht's hier weiter zu Team Skull. Ihr seht sie dort hinten mit Tali. Den lassen wir nicht im Stich. Den gehen wir im nächsten Part an. Aber bis dahin machen wir jetzt Schluss. Speichere hier. Zack. So, und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin bleibt trocken und ja, haut rein.